Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wäre die Tommy. Was geht ab? wir machen heute einen Grinch. Und ja, ich bin wieder aufgeregt und nervös. Ich habe alles soweit parat gelegt und zeige euch jetzt, was wir dafür brauchen. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt auch mit dem Video. Ich werde jetzt nur einmal runtergehen, mich umziehen und nur so ein Oberteil anziehen. Ich werde mir meine Haare schon mal vorab hoch machen, grün ansprühen. Das ist in so einem Grün. Da habe ich mir so grüne Sprühfarbe geholt. Die kann ich euch eben zeigen. Die. Und so ein Haarreifen. Das soll dann irgendwie so ausschauen und dann die Haare, ganz hoch. So irgendwas soll das werden. Und dann fangen wir an. Ich habe soweit hier alles vor mir liegen und ich freue mich voll auf dieses Video. Dann sage ich, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache mich eben kurz umrum schick. Bis gleich. So, ich zeige euch jetzt, was wir alles brauchen. Was ich denke, dass ich hier alles zusammengelegt habe. Alufolie und Knete, um es auf Felskreis zu modellieren. Latex, ganz viel, meine Tools, die ich benutze. Später zum Anmalen habe ich hier Cremefarbe, Aquafarbe zum Abpudern, Fixierpuder, ein Hütchen, Wolle, Haarfarbe, Haarspray, um hier meine Finger draus zu machen und Lidschattenpaletten wegen Grüntönen. Ich glaube, damit können wir schon gut arbeiten. Dann starten wir jetzt. Tada! So habe ich mir auf jeden Fall eine grüne Wand erspart. Das ist nur das Badezimmer. Aber besser als meine Hello Kitty, oder? Wir fangen mit den Augen an und danach werden wir uns verwandeln. Oh wei. Ich glaube, das ist schon viel zu groß. Egal, das kriegen wir alles schon hin. Ich würde sagen, wir gehen ins Voice-Over über und ich fange einfach mal an. Wir starten nun, indem wir uns ein Stück Folie nehmen und so lange zurecht drücken und kneten und schneiden und drücken und kneten, bis wir denken, dass wir schon mal eine gute Grundlage haben, um nicht zu viel Knete zu verschwenden. Da formen wir uns schon mal so ein Gesichtsstück. Ich packe dann zu der Knete später. Siehe da, da ist sie. Mach die erstmal ganz platt. Und leg mir die später drauf. Und alles, was dann drüber ist, wo ich denke, das wird nachher zu groß, das schneide ich mit dem Tool weg. Ich baue die immer weiter auf, damit die nicht zu dünn ist, damit nicht so viel Folie rauskommt. Unten schließe ich das gerade ab, und also über den Mund, und den Rest verblende ich. Zack! Nun machen wir die Nase. Da bilden wir eine kleine Kugel, modellieren die uns zurecht, gucken, dass wir die Seiten gut verblendet bekommen. Nehmen uns ein Tool zur Hand mit so einer Kugel dran. Und dann habe ich einfach die da reingedrückt. Und so sind die Nasenlöcher gekommen. Und mit der Kugel konnte ich auch noch ein bisschen gut, also besser verblenden. Bin schon mal über die Ecken und Kanten gegangen. So, und so bin ich mit der Nase soweit zufrieden. Jetzt will ich die Lachfalten oder Grummelfalten oder was auch immer, Würstchenfalten machen. Ach ja, hier, ich nehme ein bisschen Wasser. Mit dem Wasser lässt sich das noch ein bisschen sauberer alles und gerader ineinander matschen. Da, die Würstchen, auf geht's. Diese Falten, diese Krummelfalten. Von außen habe ich das verblendet, da habe ich mir wieder ein Tool zur Hand genommen. Da war es mit den Fingern ein bisschen schwierig reinzukommen und habe mir so zwei Falten gemacht. Schön verblenden, dass die eine Seite gut sauber ausschaut. Auch da wieder ruhig zum Wasser greifen. Mit dem Kugeltool ließ sich das super machen. Zack, einmal auf der anderen Seite auch. Dasselbe gemacht. Und jetzt mache ich noch auf der Nase eine kleine Falte. Eine Runzelfalte. Ja, und jetzt kommt natürlich das Latex zur Sache. Das verlinke ich euch in der Beschreibung. Ich finde, das ist eins der besten. Warum? Weil wenn man es auf der Haut macht, wird das durchsichtig. Manche hinterlassen so einen braunen, gelben Schleier oder so. Das wird eigentlich gut durchsichtig. So, überall bauen wir jetzt Latex auf. Mehrere Schichten. Da habe ich mir wirklich Zeit gelassen. Alles gut, vor allem in den kleinen Eckchen. Überall rein, Nasenlöcher, überall. Damit es schneller geht, habe ich einen Föhn gegriffen. Oh, oh,
da sind wir schon bei den Augenbrauen. Ja, Knete, Formen, überstehendes Zeug wegmachen, so wie ihr zufrieden seid. Ja, und um den bösen Blick zu bekommen, habe ich auch wieder da nach dem Tool gegriffen. Da ließ sich eine gute Falte auch wieder eindrücken. Und immer wieder Schichten, Schichten, föhnen, Schichten, föhnen, Schichten. Die Finger habe ich Kreppband genommen, Wolle aufgetragen, Latex, damit das klebt. Und habe erst das Dunkle genommen, das Helle drüber. Haarspray zum Fixieren, habe die so zusammengedrückt, damit das nicht in allen Richtungen Kanten steht. Abpudern, Freunde, so wichtig. Da könnt ihr nichts zu viel machen, lieber zu viel als zu wenig. Pudert überall ab. Latex auf Latex klebt, zieht ihr es ab, es berührt sich, ungepudert, verloren. Abziehen, pudern, abziehen, pudern. Ihr könnt die Knete mehrmals verwenden, also schmeißt nichts weg, hebt es auf. Auch hier selbes Spiel, abziehen, pudern, abziehen, pudern. Und auch da habe ich wieder alles, was übrig blieb, was ich gut abziehen konnte, an Knete wieder ins Döschen zurückgemacht. Hier ein guter Trick zum Abrollen, damit auch so viel wie möglich Knete rauskommt. Überstehende Sachen abschneiden und fertig. Wir kleben uns jetzt erstmal die Augenbrauen gut weg, damit, wenn wir das Latex benutzen, auch keine Schmerzen danach haben und uns die Hälfte abziehen. Als Base benutze ich hier so einen geilen Schaum. Der schützt nochmal vor allem sensible Haut. Wir greifen zur Novina Palette und wir mischen immer so ein bisschen hin und her in den grünen Farben rum. Die haben sich super geeignet, also der Ton war super. Guckt her. Ihr macht euch einen Make-up-Look, so wie ihr möchtet, schminkt euch die Augen und ja, tobt euch aus. Ich habe dann noch zu der Hattie-Palette gegriffen, um dann noch ein bisschen mehr Tiefe zu kriegen, habe ich das dunkle Grün rausgeholt. Und für vorne, weil ich mir eine Cut-Crease gezogen habe, habe ich auch noch den schönen Glitzerton von ihr genommen. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber oh, das war so hübsch, Leute. Das war einfach nur hübsch. Richtig hübsch. Erst säubern wir uns und ziehen uns auch mit meiner Cut-Crease, so wie ihr das da seht. Und ach ja, ein Glitzer-Shade habe ich noch genommen von der Novina Palette. Ein schönes Grün, um dann nochmal einen schöneren Übergang zu kriegen. Ach, das war ein Traum, sage ich euch. Also ich feiere. Also das Augen-Make-up fand ich so schön und leider konnte man später nichts mehr davon sehen. Also ja. So geht das manchmal. Genau, und vorne in den Innenwinkel haben wir dann aus der Day-Palette den schönen Glitzerton genommen. Alles, was ich oben gemacht habe, habe ich unter dem Auge auch wiederholt. Guckt her, wie schön. Also die zwei Paletten sind auf jeden Fall Favoriten von mir. Sehr empfehlenswert. Einmal Lashes kleben und zack, habe ich die von der Naomi die Chili genommen. Richtig schön. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir... ja, die Augenbrauen hinkleben wollen. Und bitte lernt aus meinem Fehler, lernt. Umrandet nächstens einfach das, was ihr aufkleben wollt, erstmal mit einem Stift, damit ihr nicht so wie ich einfach drauf mit dem Kleber alles drauf klatscht, weil ihr wird nachher sehen, dadurch habe ich Riesenprobleme bekommen. Und übrigens, wenn ihr so nah am Haaransatz arbeitet, bitte, bitte, bitte vorher mit Vaseline. Auch da ganz überschwellig drauf mit der Latex. Ne, das war nicht gut, Freunde. Auch da, haltet euch das, was ihr aufklebt, erst ans Gesicht, umrandet das mit einem hellen Stift und auch dann da bitte nur das Latex aufkleben. Also heute haben wir alles drauf. Was wir jetzt machen werden, ist mit grüner Farbe. Ich habe nur ein, also ich hätte mehreres Grün, aber nur ein Grün, was meinem Geschmack entspricht. Wir haben hier noch dieses Grün, das finde ich aber gar nicht schön jetzt dazu, das passt gar nicht. Das sieht zwar hier nicht so extrem aus, wie es jetzt, also der Kamera, also es ist mehr so oliv. Das gefällt mir nicht. Das hier, das entspricht, finde ich, mehr meiner Farbe und dem Lidschatten. Das werde ich jetzt mit Weiß oder mit Schwarz mischen, um meine Höhe und Tiefe da zu machen, also zu akzentuieren, versteht? Oh Gott. Oh Gott. Ist so scheiße. Meine Nase fängt an zu laufen, weil meine Augen tränen. Jetzt habe ich das hier unten abgemacht. Um also meine Nase kurz zu stecken und zu drehen. Schön, 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 schön. Also klar, weiter geht's.
So, dann fangen wir mal an. Ihr greift zu einem x-beliebigen Pinsel. Ich habe auch immer wieder hin und her geswitcht. Und wir fangen erstmal an, uns komplett grün anzumalen. Und jetzt seht ihr, warum ich sage, bitte nur mit weniger Latex arbeiten. Guckt euch das an. Weil ich so viel benutzt habe, habe ich später so Probleme bekommen, einen sauberen Übergang zu machen. Überall da, wo Latex war, hat die Farbe viel intensiver gepackt. Die Lippen einmal schön rot malen. Da bin ich auch immer in mehreren Sachen. Seht ihr ja, auch da habe ich nicht so den richtigen Ton für mich gefunden. Aber was Rötliches, was Rosanes, macht was ihr wollt. Nasenlöcher nicht vergessen. Schwarze Nase anmalen und dann gucken wir mal weiter. Da habe ich zu weiß gegriffen, um jetzt so ein bisschen die Sachen, die halt mehr hochstehen im Gesicht, so wie Wangenknochen, Augenbrauen, hier die Falten, Lachfalten, sag ich mal, Mummelfalten, um die hier mehr rauszuheben, haben wir da was weiß drüber geblendet. Ja, und zack, hängt die Tammy da im Latexpaste. So, wie nennt man das hier? So Schnurhaarpunkte werden auch noch aufgetupft. Ach, guckt an, da gehen wir schon rüber zu den Augenbrauen mit den Wattedingern da, mit der Wolle. Seht ihr meinen Gesichtsausdruck? Ich war fix und foxy. Ich habe mir alles da selber abschneiden müssen und das war so eine Drecksarbeit mit Latex und ach, hört auf, das war ein Desaster. Aber am Endeffekt, Ende gut, alles gut. Aber es nimmt was Zeit in Anspruch, also lasst euch Zeit, macht's in Ruhe. Ich habe immer wieder Latex aufgetragen und da, wo ich meine Behaarung hinhaben wollte, habe ich dann ja alles hingeklebt. Ich habe immer so ein bisschen gewechselt, um mehr Struktur reinzukriegen. Ein bisschen von dem dunklen Grünen und von dem Hellgrün nochmal drüber, damit das halt alles so ein bisschen, ja, echter ausschaut. Nicht so einheitlich einfach. Genau, ich war nicht zufrieden. Das war ein Kampf. Aber das ist der fertige Look. Hey, so, so. Warum war es ein Kampf? Weil ich jetzt schon wieder irgendwo drin kleben bleibe. Weil die Sachen aufzukleben ätzend sind. Der Tisch sieht aus ekelhaft. Die Übergänge sind beschissen. Warum? Weil das Latex hier drauf ist. Ich gucke da rein, weil da der Bildschirm ist. Und da, wo das Latex ist, hat die Farbe ganz anders angenommen als auf meiner eigenen Haut. Ich hatte so viele Probleme, irgendwas zu verblenden. Sehe hier. Hier habe ich dann gefuscht, indem ich mir so Härchen aufgeklebt habe. Jetzt haben wir gar keine Bilder mit einer Weihnachtsmütze gemacht. Ja, und ich finde, eine Weihnachtsmütze ist definitiv eigentlich so ein Muss. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Look findet. Ich finde, er ist trotzdem gut gelungen, wenn man jetzt mal weiter weggeht oder so, so in den Schatten oder ähnliches. Dann sieht man das kaum. Chaos, Queen. Chaos. Chaos. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder zugeguckt habt. Ich hoffe dennoch, dass ihr ein paar Tipps mitnehmen könntet. Aber auch wie ihr seht, ich lerne daraus. Man lernt bei jedem Make-up immer wieder dazu. Immer wieder fällt man auf, dass man was anderes hätte besser machen können. Dass man beim nächsten Mal das wieder anders macht. Und beim nächsten Mal macht man das wieder anders. Aber ist das nicht das Schöne am kreativen Arbeiten, an Make-up, am Basteln, an Schminken, alles Mögliche? Man macht es immer wieder dann anders und so lernt man dann dadurch. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, habt wunderschöne Festtage, genießt es, auch wenn jemand uns das hier alles versaut, woran wir bestimmt alle niemals dran gedacht hätten. Passt auf euch auf, bleibt gesund, ihr habt einen kleinen Kreis, den ihr sehen könnt, trifft eure Liebsten und in dem Sinne, ich wünsche euch alle das Beste und frohe Weihnachten. Eure Tammy.